Heute haben wir eine Begegnung, die heißt Sofa Talk. Und das geschieht im Rahmen des Raums, des Kreativraums. Und im Rahmen der Ausstellung, was wichtig ist, das ist eine Kunstausstellung mit und über Menschen mit Down-Syndrom. Dieses Projekt wurde vom Goethe-Institut initiiert in Kooperation mit Touchdown 21, mit der NGO Down-Syndrom in der Ukraine und iZone. Die Veranstaltung wird von der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland finanziert, gefördert und vom Auswärtigen Amt, nämlich vom Auswärtigen Amt. Heute ist Frau Katja Weiska Expertin im Bereich Genetik mit uns. Pavlo Pohrybnyi, sein Sohn mit Down-Syndrom. Anne Leitfuss, sie repräsentiert Touchdown 21, dieses Forschungsprojekt. Theresa Knopp, die gleiche Organisation. Tetjana Mikhailenko, Europäische Down-Syndrom-Assoziation. Olena Bolschanina, auch von der karitativen Organisation Down-Syndrom. Und Volodymyr Breskin, Moderator der Veranstaltung. Wir beginnen. Und wir würden gerne wissen, wer mit uns heute ist, was wir welches Publikum hier mit uns ist. Wir beginnen das Gespräch zu führen und versuchen in ein paar Worten Down-Syndrom zu beschreiben, wie es dazu kommt. Und dann stehen wir gerne Ihren Fragen zur Verfügung. Bitte bereiten Sie sich auf Fragen vor. Bitte. Frau Katja, Sie haben das Wort. Ich würde Sie bitten, kurz dem Publikum darüber zu erzählen, was eigentlich Down-Syndrom ist, was das für ein Phänomen ist. Ja, ich grüße Sie auch nochmal ganz herzlich. Ja, gut, jetzt funktioniert die Technik. Ich möchte Sie auch noch mal ganz herzlich begrüßen und gleich zur Antwort kommen. Das Down-Syndrom ist eine Besonderheit im Chromosomensatz. Also die Chromosomen sind die Träger unseres Erbgutes und wir haben... Die meisten Menschen haben 46 Chromosomen in jeder Zelle des Körpers und bei Menschen mit Down-Syndrom sind es 47 Chromosomen. Die Chromosomen sind durchnummeriert und das Chromosom Nummer 21 ist statt zweimal dreimal vorhanden. In den allermeisten Fällen, also weit über 90%, entsteht das ganz spontan bei der Befruchtung, dass einfach statt zwei Chromosomen 21 drei Chromosomen vorhanden sind. Das heißt, das Down-Syndrom ist keine Erbkrankheit. Es gibt eine seltene Form, die vererbt wird. Und das Down-Syndrom, also die Ursache nennt man eben auch Trisomie 21. Ich denke, das ist auch allen geläufig und es ist... Die häufigste Besonderheit im Chromosomensatz, mit der Menschen geboren werden. Und ja, es gibt so eine Zahl, ungefähr jede 600. bis 800. Geburt ist ein Mensch mit Down-Syndrom. Recht schönen Dank. Und ich möchte... Ich
Я хочу сказати, що там якось не чітко прозвучало, в перекладі прозвучало, що це не спадкове. Це важливо дуже, що починається. Це не спадкове. Є тільки 1.5%. 1.5% це особлива форма, яка може бути спадковою. Дякуємо за коментар. Wie alt waren wir denn? 25 Jahre alt, 27 Jahre alt, und wir waren völlig unvorbereitet und es war für uns schwierig, dies zu begreifen und zu akzeptieren. Als ich groß geworden war und in seinem Alter war, sah ich natürlich solche Menschen. Im Nachbarhaus wohnte ein Junge mit Down-Syndrom und als ich verstanden habe, dass mein Sohn auch diese Krankheit hat, das ist keine Krankheit, Entschuldigung, ja. Ich wusste nicht, was ich weitermachen sollte. Und anfänglich, da vielleicht schäme ich mich jetzt dafür, also für eine gewisse Zeit blieb er alleine im Entbindungshaus. Aber unsere Eltern haben uns sehr geholfen. Und in wenigen Wochen, glaube ich, haben wir das alles innerlich verarbeitet, haben wir das verinnerlicht, haben uns Gedanken gemacht und sind zur Einsicht gekommen, dass dieses Kind wachsen sollte, genauso wie auch alle anderen Kinder. Er muss Eltern haben, Mutti und Vater. Und dann kam das Kind eben in die Familie. Und alles, was weiter geschah, ehrlich gesagt, sehe ich keinen Unterschied mit dem Leben anderer ganz normaler Kinder. Vielleicht gab es irgendwelche Verzögerungen in der Entwicklung, also Mütter mit Kindern, die spazieren gegangen sind, die wurden darauf aufmerksam. Also mein Kind sitzt schon, mein Kind läuft schon. Bei uns ist es auch dazu gekommen, vielleicht etwas früher oder etwas später, aber das ist nicht so sehr beachtenswert und da sollte man sich das nicht so in den Kopf setzen. Also er lief, er begann zu reden, zu sprechen, er hat Freunde bekommen und ich würde empfehlen, ob es als Rat angenommen wird oder nicht. Das sind ganz normale Menschen mit solchen Wünschen und Interessen wie wir. Sie träumen davon, mit Freunden zu kommunizieren, sie träumen von Reisen, sie treiben Sport, sie haben Neigungen zu Kunst, manche mögen Theaterstudio, manche malen oder zeichnen und man sollte möglichst mehr Zeit finden für sie, womöglich auch manchmal länger mit ihnen sozusagen, also vielleicht lernen sie etwas länger und man sollte mehr Zeit dafür nehmen, aber das wird von ihnen aufgenommen und Schritt für Schritt sozusagen erreichen sie den Entwicklungsstand ihrer Altersgenossen und ich schaue das ganz anders an jetzt. Es ist mir kompliziert, mich ja wieder zurückzuversetzen in die Lage, als ich das nicht gewusst hatte und unvorbereitet war. Also da sind ganz verschiedene Menschen sozusagen. Ich mache schon keinen Unterschied. Ich spreche mit beiden ganz normal, mit meinem Sohn und mit einem normalen Kind, das daneben sitzt. Herr Pavel, wir danken Ihnen, dass Sie zusammen mit Ihrer Frau also das alles überwunden haben und dass Ihr Sohn sich ausgezeichnet fühlt in unserem Kreis. Später werden wir noch zurückkommen
auf die Kunst und auf die Rolle der Kunst. Und wir möchten jetzt fragen, wie es bei Kollegen aus Deutschland ist. Was können Sie von der Zeit erzählen, wo die Familie erfährt, dass sie womöglich ein Kind mit Down-Syndrom bekommt? Gibt es Begleitung, Betreuung? Gibt es Assistenz? Und welche Assistenz gibt es sozusagen dann im weiteren Leben? Vielleicht können Sie darüber berichten, etwas berichten, Frau Anja. Wir haben in Deutschland viele Familien kennengelernt und viele haben berichtet, dass die Situation nicht gut war, in der sie mitgeteilt bekommen haben, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom geboren haben oder in Zukunft gebären werden. Wir hatten eine Ausstellung in Deutschland und in der Schweiz und viele Eltern haben erzählt, dass die Ärzte, die ihnen das mitgeteilt haben, dass die Gesprächssituation mit den Ärzten nicht gut war und dass sie sich damit nicht wohl gefühlt haben. Es gibt inzwischen Beratung, es gibt die Möglichkeit, sich mit anderen Familien zu treffen, die vielleicht schon ein Kind mit Down-Syndrom haben und dort Ansprechpartner zu finden. Aber die Gesprächssituation mit den Ärzten ist nach wie vor in der Regel keine gute. Und das ist ein Punkt, an dem wir mit unserem Projekt weiterarbeiten wollen und auch unsere erwachsenen Kolleginnen und Kollegen mit Down-Syndrom haben dazu eine Meinung, was wichtig ist, in einer solchen Situation zu erfahren und zu wissen und daran arbeiten wir gerade. Gestatten Sie noch eine weitere Frage. Wann erfahren die zukünftigen Eltern, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom bekommen können? Und vor welcher Wahl stehen sie dann in Deutschland? Bitte, Frau Katja. Häufig werden ja in Deutschland auch Methoden der pränatalen Diagnostik in Anspruch genommen. Das heißt, man kann ja vorgeburtlich feststellen, ob ein Kind Down-Syndrom hat. Und das kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten sein. Ich sage mal, in der Regel werden diese Untersuchungen also eine Chromosomanalyse wird um die 15. Schwangerschaftswoche rum durchgeführt. Aber es gibt auch frühere Untersuchungen, die zeigen, ob es ein Risiko, eine Wahrscheinlichkeit gibt, im Ultraschall, per Ultraschall und anderen Blutuntersuchungen ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen. Und jetzt in Deutschland sehr neu ist sogar ein sehr früher Test ab der 9. Schwangerschaftswoche, wo allein durch eine Blutabnahme der Mutter, also im mütterlichen Blut, festgestellt werden kann, ob das Kind Down-Syndrom hat. Und ja, seit Jahren relativ stabil ist eigentlich die Zahl, dass wenn es pränatal festgestellt wird, entscheiden sich 9 von 10 Mütter bzw. Paaren für einen Schwangerschaftsabbruch. Also nur 1 von 10 Elternpaaren entscheiden sich, das Kind zu bekommen. Manchmal wird es aber auch erst spät in der Schwangerschaft entdeckt, also auch schon zu einem Zeitpunkt, wo das Kind lebensfähig wird. Ab der 22. Schwangerschaftswoche werden in Deutschland Frühgeborene, die jetzt, wo man nicht wollte, dass sie so früh zur Welt kommen, werden versucht, dass sie überleben. Und und Abbrüche zu einem solchen Zeitpunkt nennt man bei uns spät. Abbrüche, das sind auch sehr traumatische Erfahrungen. Und manchmal natürlich, es gibt auch nach wie vor Paare und Eltern, die gar keine Untersuchungen durchführen lassen in der Schwangerschaft und die erfahren dann eben einfach auch natürlich bei der Geburt davon, dass das Kind Down-Syndrom hat. Und dann kommt es, wie Sie geschildert haben,
ganz auf den einzelnen Arzt, die Ärztin an, wie dann auch die Eltern erstmal gestützt werden, wie sie beraten werden, ob ihnen auch psychosoziale Beratung angeboten wird. Und da gibt es schon positive Entwicklungen, aber ich sag mal, vor 20 bis 30 Jahren gab es noch viele Ärzte in Deutschland, die Eltern gesagt haben, ihr Kind wird wahrscheinlich nie lesen und schreiben lernen. Und das ist ja auch ein Grund gewesen, warum auch so ein Projekt, wie jetzt dann auch Touchdown ist, entstanden ist. Also es gibt ja viele in unserem Touchdown-Projekt, die schon seit Jahren journalistisch tätig sind, die darüber schreiben und berichten, wie sie die Welt sehen. Und erst sehr, sehr langsam findet vielleicht ein Prozess statt in Deutschland, dass auch die Ärzte ihren Fokus auf die Defekte, das ist eine medizinische Sichtweise von Ärzten, sich auf die Defizite zu richten und Eltern erstmal damit zu konfrontieren, was die Defizite sind, anstatt die Potenziale zu erwähnen, das, was die Menschen leisten können werden und dass sie lernen können werden, dass sie in der Regel nämlich lesen und schreiben lernen können und dass es gute Perspektiven gibt. Das ist auch bei uns immer noch ein langer Weg, das auch in die professionellen Köpfe zu bekommen. Frau Katja, noch eine Frage an Sie. Gestatten Sie und dann machen wir weiter. Welche Wahl haben dann Eltern, wenn das Kind bereits geboren ist mit Down-Syndrom, ob in Deutschland das Kind, что значит может залишати? Ja, ob der что? Ob das Kind dann also im entsprechenden Pflegeheim sozusagen einfach von Eltern gelassen werden kann. Gibt es diese Option, diese Alternative, das Kind wegzugeben? Для всіх батьків, у яких появляється дитина, є можливість Adoption freizugeben. Oder dass sie sich entschließen, sie wollen das Kind nicht annehmen, dann wird in der Regel versucht, eine Pflegefamilie zu finden. Das ist aber meines Wissens in Deutschland nicht die Regel, dass das im Krankenhaus aktiv angeboten wird. Also es wird auf jeden Fall versucht, die Eltern darin zu unterstützen, ihr Kind anzunehmen und mit nach Hause zu nehmen, aber es kommt durchaus vor, also ich kenne es jetzt persönlich von anderen Fällen, nicht von Down-Syndrom, wo auch Eltern bei einer schweren Behinderung zum Beispiel auch sagen, das kann ich nicht vorstellen, dass wir das tragen können und dann sich entschließen, das Kind zum Beispiel zur Adoption freizugeben oder in eine Pflegefamilie. Ми дуже вам дякуємо. Wir danken Ihnen sehr. Ich möchte dem Publikum sagen, seit dem letzten Jahr gibt es in der Ukraine die Initiative der Regierung, die darauf gerichtet ist, dass alle Eltern in der Familie bleiben. Das ist eine wichtige Arbeit, das wird wohl jahrelang dauern. Und nicht zuletzt hängt das davon ab, wie unsere Ärzte darauf vorbereitet sind, was sie sagen werden, wie sie die Familie beraten werden. Und es hängt ja auch von der weiteren Assistenz, Unterstützung und Begleitung. Und wenn es möglich ist, bitte ich Frau Tatjana zu erzählen, womit die Familie rechnen muss, nachdem sie das Entbindungsheim sozusagen verlässt und ein solches Kind bekommen hat. Es gibt die NGO Down-Syndrom in der Ukraine und das ist die erste und die zuverlässigste Hilfe in dieser Situation.
Leider sind nicht alle Ärzte, nicht alle Krankenhäuser, nicht alle Geburtshäuser kooperationsbereit, kooperativ gestimmt. Nicht alle haben Informationen dieser Art. Zum Zeitpunkt, wo das Kind geboren ist, kann man den Eltern eine angemessene Information, offene Informationen anbieten. Das Größte, was man tun kann, was geschieht, was sich abspielt. Und man, damit sie die ersten Schritte sehen, sozusagen, die gemacht werden müssen von ihnen. Wir wenden uns schon seit langem an den Staat, insbesondere an das Gesundheitsministerium. Wir wollen, dass es sozusagen vom Staat, diese Aufgabe vom Staat übernommen wird. Im Prinzip so, wie es in Europa der Fall ist. Wenn das Kind geboren ist und die Eltern gleich also ein Paket an Informationen bekommen, was zuallererst gemacht werden sollte, wie die ersten Schritte aussehen. Stellen wir uns vor, also die Ärzte sagen, sie wünschen das. Gibt es solch ein fertiges Paket, welches von ihnen genommen werden sollte? Wir haben solch ein Paket parat. Es gibt es sogar auf unserer Webseite, das ist in unserer Webseite eingestellt, am häufigsten, was wir am häufigsten tun. Es gibt einige Entbindungsheime, die uns direkt anrufen. Das ist so ein Faktor, der Mensch hat das gehört, hat aufgeschrieben und dann sagen wir, kommen Sie. Oder häufiger wird das weitergegeben von Eltern zu Eltern. Und dann kommen wir mit diesem Paket. Wir haben zumindest zwei Sendungen und viele Menschen werden das hören und gelegentlich können das ihren Bekannten mitteilen. Wir wären glücklich, wenn wir helfen könnten. Wenn hier jemand vom Publikum sitzt und keine Kinder hat, ich sehe sehr viele junge Menschen und das ist wichtig. Es ist sehr wichtig zu wissen, wenn das Kind mit Down-Syndrom geboren ist, bei ihren Freunden, in ihrer Familie, bei Bekannten, es gibt eine Ansprechstelle, die NGO Down-Syndrom, es gibt Hilfe, es gibt Assistenz, es gibt Ratschläge und Tipps. Und Tipps, das ist so ein, das kann ja jeden treffen. Und sie sind daran ja auch nicht schuld. Das hängt nicht von ihrer Lebensweise ab. Das hängt nicht von ihren Essgewohnheiten ab. Von dem, von ihrem Wohlstand, von ihrer Glaubensbekenntnisse. Ja, das spielt ja keine Rolle hier. Deshalb brauchen Sie sich selbst nicht vorzuwerfen, Sie brauchen nicht nach Gründen zu suchen, Sie müssen nur Antwort bekommen, was zu tun. Besuchen Sie uns auch im Internet und wir garantieren Ihnen die erste Hilfe. Noch eine weitere Frage ist, stimmt es, dass Ihre Organisation Lehrbücher oder Handbücher für verschiedene Klassen entwickelt hat? Ja, das ist ein Pilotprojekt. Es sitzen hier selbst Eltern, die das Projekt gelauncht haben. Ja, da melden Sie sich schon. Es gibt solch ein Projekt Perspektive 21.3. Das wurde von unseren Eltern angeregt. Aber das ist ein separates Projekt, ein spezielles Projekt. Mit Bildungsministerium machen wir das, setzen wir das um. Und es gibt bereits einige Lehrbücher, einige Handbücher oder einige Leitfäden, die verwendet werden können. Für ukrainische Zuhörer ist es kein Novum, dass in den Schulen Inklusion jetzt bindend ist. Also wenn die Eltern die Schule bitten, dann kann die Schule das nicht ablehnen. Aber Lehrer sind sehr oft darauf nicht vorbereitet. Also Eltern, Lehrer, die uns hören, jetzt wissen Sie, dass es diese Lehrbücher gibt und Sie können jederzeit um Beratung bitten und diese Beratung einholen. Ich möchte ergänzen, dass dieses Projekt 8 Jahre lang dauert und es wurde am Anfang sehr vorsichtig. Man stand sehr vorsichtig gegenüber diesem Projekt, aber das Bildungsministerium verfolgt aufmerksam das Projekt, sieht schon die ersten Ergebnisse des Umgangs mit Kindern. Die Ergebnisse sind beeindruckend, in der Tat. Sie sind einzigartig für die Ukraine. Und die Kollegen aus diesem Projekt haben beschlossen,
Innerhalb von diesen 8 Jahren haben wir sehr viel Wichtiges und Einzigartiges entdeckt und gesammelt. Und das wird vielen Handbüchern und Lehrbüchern zugrunde gelegt, die vor einigen Jahren vom Ministerium genehmigt wurden. In diesem Jahr haben wir eine neue Phase in der Kooperation mit dem Ministerium. Das Ministerium hat nicht nur Genehmigung erteilt, sondern auch Mittel bereitgestellt, damit einige Handbücher gedruckt werden können. Sie sind jetzt im Druck und dann werden sie in der gesamten landesweit verteilt, in Spezialschulen, also in vielen Organisationen, wo man mit Kindern mit besonderen Ansprüchen zu tun hat. Es handelt sich um Autisten, um Down-Syndrom, Kinder mit Down-Syndrom, Kinder mit Besonderheiten in der psychischen Entwicklung. Und wir hoffen darauf, dass wir weiterhin vom Ministerium unterstützt wird bei Seminaren, bei Konferenzen, bei der Veranstaltung von Seminaren und von Konferenzen, damit wir über diese Lehr- und Handbücher Näheres erzählen können und damit sie nicht nur auf Regalen stehen, sondern dass sie auch in Wirklichkeit benutzt werden, damit wir die Möglichkeit haben, noch unsere Erfahrungen weiter zu vermitteln und wie das richtig benutzt werden könnte. Also 8 Jahre, das ist ein langer Weg. Es ist gut, dass Sie im Kontakt mit Ministerium stehen, aber mit Lehrbüchern ist es nicht getan. Erzählen Sie noch, was Sie weiter noch machen. Ja, ich möchte noch sagen, dass wir 15 Jahre alt sind. Am 15. Oktober haben wir dieses Jubiläum gefeiert und wir freuen uns sehr, dass diese Kunstausstellung jetzt eröffnet wurde. Die Organisation besteht seit 15 Jahren. Das ist eine Elternorganisation, das ist eine Elterninitiative, die sich zusammengeschlossen haben auf staatlicher Ebene gibt es wenig Unterstützung, insbesondere am Anfang. Deshalb hat man sich zusammengeschlossen, um sich einander zu unterstützen und entsprechende Dienstleistungen anzubieten. Jetzt ist die Organisation relativ groß. Es gibt 4 ständige Projekte. Das ist das Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung. Wir freuen uns über Familien, wo Kleinkinder geboren sind. Es gibt schon Fälle, wo Kinder 10 Tage, 2 Wochen, 4 Wochen alt sind und die Eltern verlieren diese wertvolle Zeit nicht. Sie kommen zu uns, bekommen diese wertvollen Informationen von uns, wie das Kind richtig begleitet, betreut werden sollte. Wir konzentrieren uns auf psychologische Unterstützung von Eltern, damit sie schneller das Kind akzeptieren können und annehmen können und zur Einsicht kommen, dass das Leben weiter dauert und das Leben kann sogar glücklich sein und mit Freude erfüllt. Viele Eltern können das bestätigen und in diesem Zentrum bekommen auch Kinder Hilfe von der Geburt bis zu 8 Jahren. Vorbereitung auf den Kindergarten, die nächste Phase und Vorbereitung auf die Schule. Gestatten Sie mir, weltweit gibt es diese Assistenz und sie heißt also frühe Entwicklung oder frühe Eingriffe. Vielleicht wird das auch auf staatlicher Ebene in der Ukraine aufgegriffen und das besteht darin, dass alle Familien, in denen Kinder mit besonderen Ansprüchen geboren sind, dass sie dann also Beratung bekommen und beratend unterstützt werden. Den Eltern wird beigebracht, wie sie mit Kindern umzugehen haben. Das zweite Projekt, das ist ein Schulprojekt. Das ist also ein Testprojekt im Rahmen der Schule. Kinder lernen, sie bekommen eine sehr gute Begleitung. Es werden die modernsten europäischen Verfahren benutzt, wie die Kinder richtig unterstützt werden, damit sie also Wissen erwerben können. Und das unterscheidet sich vom traditionellen Modell. Sehr viel wird auf Berufsausbildung gelegt. Wenn Kinder, also erwachsene junge Leute, wenn sie Schulabschluss machen, sind sie sehr gut vorbereitet auf selbstständiges Leben. Sie haben sehr viele Chancen, einen Beruf zu erwerben.
damit das Leben nach der Schule nicht sozusagen in vier Wänden verbracht wird und damit sie maximale Möglichkeiten haben, sich zu betätigen, das Leben zu erschließen und ihre Begabungen und Fähigkeiten zu entwickeln. Noch ein weiteres Projekt vor einem Jahr, also Beschäftigung. Unterstützung bei der Beschäftigung. Also die Kinder werden groß und im Rahmen der Organisation verstehen wir, dass es die nächste Lebensphase ist nach der Schule. In unserem Land ist es eine recht komplizierte Frage, was nach dem Schulabschluss. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, inklusive Bildung, es gibt spezielle Einrichtungen, aber für Familien, wo Kinder relativ erwachsen sind, da stellt sich eine große Frage. Deshalb sammeln wir auch Erfahrungen dieser Art. Wir arbeiten mit Arbeitgebern zusammen, wie eine junge Person am Arbeitsplatz unterstützt werden könnte, begleitet, betreut werden könnte, damit sie versteht, welche Regeln es gibt am Arbeitsplatz. Es gibt auch ein medizinisches Projekt, also eine Begleitung, damit Ärzte wissen, es gibt gewisse Besonderheiten bei der ärztlichen Versorgung. Und wir teilen diese Erfahrungen mit Ärzten aus. Gestatten Sie mir, das Thema weiterzuführen. Also Unterstützung oder bei der Beschäftigung. Sie haben gesehen im TV, wie die Organisation mit Achan zusammenarbeitet, aber vielleicht ist es nicht nur Achan. Vielleicht möchte sich dazu jemand dazu äußern und dann fragen wir unsere deutschen Kollegen darüber. Heutzutage haben wir das Projekt mit Achan. Und das Ziel dieses Projekts ist Beschäftigung einer gewissen Anzahl von jungen Leuten. Und es gibt solche junge Leute in unserem Kreis jetzt. Sie arbeiten, sie freuen sich darüber, sie sind sehr glücklich über diese Möglichkeit. Aber wir haben ein großes Ziel, diese Erfahrungen wiederum zu sammeln. Wir werden auch europäische Erfahrungen, internationale Erfahrungen aussammeln. Und das Ergebnis sollte auch solch eine methodische Anleitung sein, also Erfahrungen, die wir dann festhalten möchten auf Papier, damit das dann weitervermittelt werden kann, damit auch Seminare, Konferenzen, runde Tische veranstaltet werden können, wo diese Erfahrungen weitergegeben werden können, damit auch andere Eltern davon profitieren können. Sagen Sie bitte. Ihre Erfahrungen gibt es nur in Kiew, sind auf Kiew beschränkt. Suchen Sie auch nach solchen Arbeitgebern, die woanders, also Menschen mit Down-Syndrom, bei sich beschäftigen würden. Ja, wir machen das sehr vorsichtig. Es ist ein langer Prozess. Es muss lange Vorarbeit geleistet werden, ehe ein junger Mensch mit Down-Syndrom sozusagen sich an die Arbeit machen kann. Das ist die Vorbereitung des Managements, der Belegschaft, des Arbeitgebers. Das ist eine große Vorarbeit erforderlich. Welche Stärke hat der jeweilige Mensch? Welche Interessenlage? Daran muss man noch viel arbeiten. Bis wir zur Beschäftigung kommen, muss vieles geleistet werden. Und Arbeitgeber gehen damit sehr vorsichtig um. Sie haben auch ihre gewisse Mythen und Ängste. Also dieser Prozess ist erst am Anfang, aber es geht nicht so schnell, wie man es sich wünschen würde. Stellen wir uns vor, dass es in der Ukraine Unternehmen gibt, die mit hoher sozialer Verantwortung. Und wenn Sie zum Beispiel wollen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, wenden Sie sich an die NGO Down-Syndrom, können wir das so formulieren, und kommen Sie ins Gespräch. Und vielleicht entwickelt sich daraus eine fruchtbare Kooperation, damit es diese Beschäftigungsmöglichkeiten nicht nur in Kiew gibt, ohne Zweifel, damit diese Erfahrungen auch auf das ganze Land übergreifen. Ja, noch eine Frage. Frau Anja, wie ist es in Deutschland nach dem Schulabschluss, nach der inklusiven oder integrativen Bildung? Wie gestaltet sich das Leben der Menschen mit Down-Syndrom weiter? Wie finden Sie Ihren Job? Wie werden Sie unterstützt? Werden Sie beim Wohnen unterstützt? Mit Zeit können auch Eltern also nicht in der Lage sein, Sie zu unterstützen, alleine zu unterstützen. Was geschieht damit in Deutschland?
Also ich habe im Moment in der Umgebung von Bonn 18 Kolleginnen und Kollegen mit Down-Syndrom, die alle erwachsen sind und die haben alle eine Arbeit. Ich würde schätzen, dass ungefähr die Hälfte in Firmen arbeitet, in Unternehmen, in einem Café, also ganz unterschiedliche Arten von Arbeit haben. Und die andere Hälfte etwa, würde ich sagen, arbeitet in geschützten Werkstätten. Das verändert sich gerade sehr in Deutschland. Es ist ein Unterschied, wie alt die Kolleginnen und Kollegen sind. Also in der Regel arbeiten meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht mehr in einer Werkstatt. Und die Menschen mit Down-Syndrom, die vielleicht ab etwa 40 Jahren alt sind und älter, die arbeiten fast alle in einer geschützten Werkstatt. Und ja, es gibt Unterstützung zum Thema Wohnen in Deutschland. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die bei ihren Familien leben. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die in einem Wohnheim leben. Es gibt Wohngemeinschaften für Menschen mit Down-Syndrom. Ich habe aber auch Kolleginnen und Kollegen, die alleine leben in einer eigenen Wohnung und selbstständig leben. Und ja, dafür brauchen sie Assistenz, zum Beispiel um auf Post zu reagieren oder um Geldgeschäfte zu machen. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, da ist diese Assistenz ein Familienmitglied. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, da ist diese Assistenz unabhängig von der Familie. Und Theresa, vielleicht kannst du einmal erzählen, wie du lebst und arbeitest. Dann kann man sich es vielleicht besser vorstellen. Ich arbeite in einem Kindergarten, der integrativ ist. Ich war auch einen integrativen Weg gegangen. Und ja, ich bin in der Küche. Und das macht mir riesen viel Spaß, in der Küche zu arbeiten. Ich liebe einfach die Gesundheit von den anderen Menschen. Und ich wohne noch daheim. Ich wohne in Koblenz. Дякуємо, Тереза. Скажи, будь ласка, як ти проводиш вільний час? Vielen Dank, Teresa. Noch eine Frage an dich. Wie verbringst du deine Freizeit? Was machst du in der freien Zeit, wenn du frei bist? Sehr viel unterwegs in meiner Freizeit und ja, unter anderem arbeite ich auch für den Ohrenkurs, auch aus purer Wut für mich, weil in Koblenz ist nämlich sehr viel Streit um Inklusion und so und deswegen will ich hier dafür kämpfen und in meiner Freizeit habe ich eigentlich nur einen Tag zum Ausruhen, ehrlich gesagt, das ist der Dienstag. Ich singe im Chor, ich spiele Trompete, ich spiele Korbball und gehe auch noch zum Reha-Sport, um mich zu halten. Das ist in der Woche und außerhalb von der Woche, so am Wochenende, bin ich auch in einem Vorstand tätig, auch für Inklusion. Aber der Verein droht sich, um aufzulösen, weil echt nicht so viel Inklusion da ist und auch eine verzweifelte Mutter läuft herum, die hat einen Sohn mit Autismus und das ist total schwer mit der schulischen Bildung mit ihm. Ja, dann gestalte ich noch einen Kindergottesdienst noch in der evangelischen Jugend noch mit und manche von Ihnen wissen wahrscheinlich nicht, was der Ohrenkurs ist. Ohrenkurs ist ein Magazin von Menschen mit Down-Syndrom. Das macht richtig viel Spaß, da Texte zu schreiben, wenn man echt Deutsch als Lieblingsfach hatte. Ich schreibe sehr gern und sehr viel. Und ja, das macht mir riesig viel Spaß und
Das war im September, da hatten wir auch ein Jubiläumsjahr. Da ist der Ohrenkurs 20 Jahre alt geworden. Und ich finde das so genial, dass eine Kollegin von mir wirklich vor 20 Jahren gesagt hat, ein Magazin besteht nicht nur aus 4 Ausgaben. Das finde ich echt klasse. Teresa, wir danken dir sehr. Das ist wohl das, womöglich das Wichtigste, was wir heute gehört haben. Ja, jetzt zur Beschäftigung möchte ich sagen, das ist ein heißes Thema in Europa. Insgesamt im Rahmen der Europäischen Assoziation gibt es ein großes Projekt und On My Own Network, also selbstständig bei der Arbeit. Dieses Projekt wurde am 21. März repräsentiert. Das ist der Welttag der Menschen mit Down-Syndrom, wenn Sie wissen. Und dieses Projekt wurde dann präsentiert. Im Rahmen dieses Projekts wurde ein großes Netzwerk eingerichtet, das zur Beschäftigung von Menschen mit Down-Syndrom ausgerichtet ist. Im Hotelwesen, im Gaststättenwesen in europäischen Ländern gibt es 86 verschiedene Jobs, die Unternehmen, die entweder Menschen mit Down-Syndrom ausbilden, oder es gibt also ein ganzes Buch mit Regeln. Sie bekommen dann das Zeichen auf ihrer Webseite in ihren Unterlagen, dass sie Menschen mit Behinderung sozusagen freundlich gestimmt sind gegenüber den Menschen mit Behinderungen. Außerdem gibt es noch Tutorials für jene, die diese Menschen einstellen, denn da muss man mit ihnen zusammenarbeiten, wie der Arbeitsplatz aussehen sollte oder welche Regeln zu befolgen wären. Und was sehr modern ist, wurde auch eine Anwendung für Smartphones entwickelt, und junge Menschen mit Hilfe von dieser Anwendung können sie selbstständig verfolgen, was sie gemacht haben, was sie richtig oder nicht richtig gemacht haben. Alles ist darauf ausgerichtet, ihr Leben möglichst unabhängig und selbstständig zu machen. Toll. Wir gehen bald zum Kapitel Kunst über, und ich würde Sie bitten, sich Gedanken zu machen, was Sie darüber erzählen möchten. Und jetzt Fragen von unserem Publikum. Gibt es Fragen von unseren Zuschauern, von unseren Zuhörern? Gibt es Wortmeldungen? Bitte schön. Ja, gleich bekommen Sie das Mikrofon. Mich interessieren Lehrbücher für Kinder mit Down-Syndrom. Und es ist interessant, wodurch sie von gewöhnlichen, von normalen Lehrbüchern unterscheiden. Ja, wer beantwortet diese Frage? An wen? An wen richtet sich die Frage? Guten Tag. Ich bin Mutter eines Sohns mit Down-Syndrom. Er sitzt neben mir, Petro. Ich bin Holländerin, deshalb bitte ich um Entschuldigung, dass ich mit Akzent sprechen werde. Ja, und manchmal dieses Projekt hat unsere Familie begonnen. Ich bin in Holland groß geworden und ich habe gesehen, wie Menschen mit Down-Syndrom dort leben. Und ich habe verstanden, dass das in der Ukraine sowas nicht gibt, was ich meinem Sohn wünschen werde. Vor 9 Jahren bereits haben wir dieses Projekt begonnen, und alles, was wir machen, und das Produkt, also dieses Büchlein, das ist ein Produkt, das Ziel ist sozusagen, kommt nach der Schule, und das unterscheidet das Projekt von anderen und dieses Lehrbuch von den anderen Lehrbüchern. Wir arbeiten sehr gut mit dem Institut für Spezialpädagogik, mit dem Institut für Innovationen, pädagogische Innovationen im Bestand des Bildungsministeriums.
Und das Buch, das vorbereitet wurde, aus wissenschaftlicher Sicht, für Kinder mit leichten geistigen Störungen, also es kommt auf Ziele nach der Schule an. In diesem Buch geht es nicht nur um Kinder mit Down-Syndrom. Bei uns lernen in unserem Projekt also Kinder mit Autismus. Es gibt Kinder, die in geistiger Entwicklung ein bisschen zurückgeblieben sind. Aber ich kann sagen, das Büchlein ist real effektiv. Und es gibt sogar Menschen in der Ukraine, die nicht besonders entwickelt sind, wegen also mangelhafter Lebensverhältnisse. Und sie nutzen dieses Büchlein, um normal zu lernen. Unsere Kinder haben das schon längst hinter sich gelassen. Das ist der erste Block, Lesen und Schreiben im Ukrainischen. Je mehr Kinder lesen, desto selbstständiger sind sie. Sie werden alle Aufschriften verstehen, sie werden Rezepte verstehen, die sie dann bekommen, oder Kochrezepte oder alle Zeitpläne und so weiter, wo das auch sein mag. Dieser Block für Anfangsschule, wir sind schon fertig damit und wir haben einen Traum, noch den praktische Mathematik zu erarbeiten. Es gibt gute mathematische Bücher für Kinder, aber praktische Mathematik, das fehlt. Und ich muss sagen, wir arbeiten sehr eng zusammen mit holländischen Schulen, mit Experten für Inklusion. Und ich sehe, dass hier in der Ukraine die Mathematik sehr hoch, sehr gut entwickelt ist. Dort legt man viel Wert auf Sozialisierung und angemessenes Verhalten. Also unsere Kinder, unsere Menschen mit Down-Syndrom müssen gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sein. Und das ist unsere wichtigste Aufgabe, damit sie sich gut vorstellen können, damit sie gut gekleidet sind. All das ist sehr wichtig. Und unsere Kinder können ein Muster Bild sein für die Gesellschaft. Das ist die Aufgabe Nummer eins. Ohne das kann das Kind 5 Seiten lang lesen, mechanisch, aber das führt nicht zum Ziel. Und ich sage immer, dass sie immer auf das praktische Leben vorbereitet werden müssen. Deshalb praktische Mathematik. Und der vierte Block, das ist die Entwicklung des Programms Werkunterricht. Unsere ersten Bücher sind auch darauf abgezielt. Es gibt also diesen Trend zur praktischen Ausbildung, genauso wie in Deutschland, in Holland, in vielen europäischen Staaten gibt es 5 wichtige Bereiche: Hotelwesen, Service, Kochkunst, sauber machen, leichtere Büroarbeiten und so weiter. Also das gesamte Spektrum kann benutzt werden. Es ist nicht real, alles abzudecken. Das ist einfach nicht real, sozusagen, ist nicht tragbar. Und Kinder können nicht alles sozusagen machen. Besser, sie konzentrieren sich auf einer praktischen Aufgabe, damit sie nicht zu Hause sitzen und einen geeigneten Job finden können. Ich kann nichts zu den Zahlen sagen, aber sehr wenig Kinder bekommen Arbeit nach der Schule. Und damit unsere Kinder nicht degradieren, müssen sie sozusagen, und dadurch unterscheidet sich das SOROS-Programm, das wir entwickeln, das ist ein Modell, für das wir uns einsetzen, dass es landesweit angewandt wird. Und wir begleiten diese Seminare und in dieser Woche gibt es ein zweitägiges Seminar und die gesamte Ukraine, alle Regionen, alle Fachleute, Experten, Lehrer, Assistenten, Eltern kommen. Und Postgraduierte, die real wollen, den Wechsel herbeizuführen. Das sind Menschen mit nicht standardmäßigem Denken. Wir machen das schon mehrere Jahre lang. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Also wie man praktisch, sich praktisch einsetzen kann. Ich möchte nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen. Sie können unsere Webseite besuchen. Vielen Dank. Sie haben uns ausführlich darüber berichtet. Ich wende mich an Lehrer. Es gibt sozusagen diese Möglichkeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Und ich möchte das Mikrofon
dann weitergeben. Und ich habe eine kurze Ankündigung. Es gibt eine Kunstausstellung. Es gibt 40 Arbeiten, die hier ausgestellt sind, aus der Ukraine und aus Deutschland. Bitte schön, Kiewer Bürger, kommen Sie hierher und besichtigen Sie diese Ausstellung. Die Ausstellung wird auf Sie also in den nächsten Tagen warten. Alles, was gesagt wurde, ist gut umsetzbar in Großstädten, in Kiew, Hauptstadt. Aber wir haben viele Menschen in der ganzen Ukraine. Wir kommen aus der Region Poltawa. Das ist so, also, und alles, was Sie sagen, ist richtig. Wir wollen sehr sozialisiert zu werden. Aber ob wir von der Gesellschaft akzeptiert werden? Wir sind auf die gesellschaftliche Unterstützung angewiesen. Diese Kinder müssen in der Schule sozusagen gelernt werden. Sie müssen Informationen bekommen. Wir versuchen sozusagen, die Schule müsste gut informiert sein. Und beginnen sollte man mit dem Kindergarten. Ich weiß viel von Inklusion, insbesondere wenn es um Kleinkinder geht. Also in den Kindergärten hat man nicht so gern sozusagen in diesen Gruppen zu arbeiten, weil der Lohn zu niedrig ist. Das weiß ich ganz gut. Also meine Tochter, sie hat 5 Kinder solcher Art, aber sie arbeitet alleine, ohne Assistenz. Niemand will sozusagen bei diesem Lohn diesen Job haben. Worin drückt sich auch die staatliche Unterstützung aus? Ich habe einen Jungen, wir wohnen im Dorf, er hat die Schule abgeschlossen. Er liest Gedichte bei Festivalen, er treibt Sport, aber wir können uns nicht realisieren. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen irgendwelche Organisationen, um mit ihm nach Kiew zu kommen. Für eine Reise gebe ich die Hälfte meiner Monatsrente aus. Sie haben heute den Kontakt. Ja, das ist ein guter Kontakt. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Unterstützung, dass wir hier kommen können, mit Jugendlichen ins Gespräch kommen können. Einige wissen wir bereits, kennen wir, Anja zum Beispiel, also Beschäftigung. Mein Junge ist 21 Jahre alt, er träumt vom Job. Ich hoffe darauf, dass uns geholfen wird bei der Jobsuche, aber wir brauchen auch die Unterstützung seitens der Arbeitgeber. Und sie müssen aber auch vom Staat unterstützt werden. Irgendwelche Präferenzen, damit sie Interesse haben, unsere Kinder einzustellen. Nur dann können wir was ändern. Wenn sie aber nicht kein Interesse haben, dann also die Inklusion also wird von der Spitze und bis nach unten unterstützt. Das Bildungsministerium hat sozusagen Lehrgänge eingeleitet, Online-Lehrgänge für die gesamte Ukraine, für Eltern, für Lehrer gibt es Online-Lehrgänge, nicht Diskriminierung, also gegen Diskriminierung. Sie können Links finden auf der Webseite des Bildungsministeriums. Und ich hoffe, dass es ein langwieriger Prozess ist. In Deutschland dauert es schon jahrzehntelang. Und wir haben also diese Erfahrungen. Und dank unseren Kollegen können wir diesen Weg viel schneller zurücklegen. Noch eine kleine Frage an unsere deutschen Kollegen. Ich habe gehört, ob es wahr ist oder nicht wahr oder ein Märchen. Es gibt Volkswagen-Konzern. Und es gibt eine Werkstatt, wo eben Menschen mit Down-Syndrom arbeiten. Stimmt das oder sind das nur Gerüchte oder irgendwelche Fantasien? Ob es im Konzern Volkswagen eine Produktionsabteilung gibt? Menschen mit Down-Syndrom beschäftigt sind, das ist mir nicht bekannt, aber es gibt auf jeden Fall große Firmen in Deutschland, bei denen Menschen mit Down-Syndrom beschäftigt sind. Ob Volkswagen dazugehört oder nicht, das weiß ich leider nicht. Vielen Dank. Dankeschön. Haben wir noch weitere Fragen? Denn bald müssen wir abschließen. Ich habe nur eins festgehalten. Wir haben 2 Fragen und dann machen wir Schluss. Guten Tag. Uns interessiert die Frage der emotionellen Unterstützung der Eltern. Wie könnte man den Eltern dazu vorbereiten, dies zu akzeptieren? Diese vorbehaltlose Liebe,
geht von der Familie aus und erst dann kommt die Gesellschaft, die gesellschaftliche Akzeptanz. Wenn das von Eltern akzeptiert wird und aufgenommen wird und wenn das Kind ihre Eltern akzeptiert, dann greift es dann auf die Gesellschaft über. Welche Erfahrungen gibt es also in dieser Hinsicht, in diesem Hinblick? Zum einen, abgesehen von der vom Zentrum für Frühentwicklung, da gibt es besondere Gruppen, wo man mit Babys, und wir sagen, kommen Sie mit vom Nullpunkt. Wir beginnen vom Nullpunkt, vom Zero-Punkt an. Das war das eine. Das andere, es ist viel leichter für Eltern, denn Sozialmedien, soziale Netzwerke, es gibt größere Gruppen in Viber oder Gemeinschaften in Facebook, wo die Eltern sich zusammenschließen. Und das ist so, dass die Gruppen sind inzwischen sehr groß und da kann man beliebige Fragen stellen und da ist es sehr leicht. Du bist nicht alleine. Es gibt sehr viele, die zum Unterschied von Ernste, wo das Kind geboren ist und du sowas zu hören bekommen hast. Und hier sagt man dir, wir grüßen dich, Mädchen, wie heißt es? Stelle das Foto ein. Das ändert natürlich die Einstellung des Menschen zum Ereignis. Wir hoffen darauf, dass in jedem Geburtshaus, dass es einen Berufspsychologen gibt in jedem Geburtshaus, der helfen könnte in diesem Moment, aber es ist bei weitem nicht so. Deshalb raten wir Ihnen, suchen Sie, recherchieren Sie in den sozialen Netzwerken, dort finden Sie die erste Hilfe am schnellsten und bringen Sie Ihr Kind also in unsere Gruppen und tragen Sie sie in unsere Gruppen ein. Ja, zu ausländischen Erfahrungen. Welche Erfahrungen gibt es sozusagen, wenn es um vorbehaltlose Akzeptanz des Kindes geht? Wie die Eltern sozusagen sowas, wie das ihnen nahegelegt wird, dass sie ihr Kind ohne jegliche Vorbehalte aufnehmen oder akzeptieren? Ob es diesbezügliche Erfahrungen gibt, auch in Deutschland? Also ähnliche Netzwerke, wie sie eben hier beschrieben wurden, gibt es in Deutschland auch. Also auch da gibt es Foren und Facebook-Gruppen, in denen Eltern und Familien sich miteinander austauschen. Was schön ist, was in den letzten Jahren zum Beispiel dazu gekommen ist, ist, dass es auch ein Netzwerk gibt für Geschwister von Menschen mit Down-Syndrom, wo sie sich austauschen können, erwachsene Geschwister. Was im letzten Jahr zum ersten Mal durchgeführt wurde in Deutschland, war ein großer Online-Kongress zum Thema Down-Syndrom. Denn so wie Sie beschrieben haben, die Menschen wohnen an vielen verschiedenen Orten und das ist tatsächlich viel leichter geworden, dadurch, dass man sich im Internet austauschen kann. Es war ein großer Online-Kongress mit vielen Videobeiträgen von Fachleuten aus den verschiedensten Disziplinen. Und auch da ist ein Forum angeschlossen und da herrscht ein reger Austausch. Aber was auch immer wieder eine schöne Möglichkeit ist, das passiert ab und zu mal, dass jemand meine erwachsenen Kolleginnen und Kollegen mit Down-Syndrom anschreibt. Wir haben letztens einen Brief bekommen von einer Mutter. Sie hat mehrere Ausgaben des Magazins gelesen, das meine Kolleginnen und Kollegen schreiben. Und hat sich bedankt dafür, dass das schon während der Schwangerschaft ihren Blickwinkel verändert hat. Sie hat attraktive Fotos von klugen, schreibenden Menschen mit Down-Syndrom gesehen und konnte sich dadurch vorstellen, das wird mein Kind auch können. Das wusste sie schon, bevor das Kind geboren wurde. Und dafür hat sie sich in einem Brief bedankt bei den erwachsenen Menschen mit Down-Syndrom. Und sie haben ihr in einem Brief geantwortet, was jetzt wichtig ist zu wissen, wenn ihr Kind auf die Welt kommt. Das war sehr schön. Und ich finde eigentlich, viel mehr Menschen müssten solche Briefe bekommen. Und das kann, Pani Katja. Ich wollte das einfach noch ergänzen, dass trotzdem es ein ganz wichtiges Ziel ist, auch in Deutschland, dass es eben nicht diesen Bruch gibt zwischen einer schrecklichen Diagnosemitteilung nach der Geburt, ja, durch
durch die Ärzte, die die Diagnose stellen, und dann wird die Familie aufgefangen durch die Möglichkeiten, die wir gerade gehört haben, sondern es ist ein ganz wichtiges Ziel, eben auch Ärzte und Ärztinnen zu schulen. Wie teile ich so eine Diagnose mit? Und dazu muss ich eben auch das ärztliche Bild wandeln. Ja, auch bei Ihnen muss ankommen, welches Potenzial in den Menschen liegt und dass sie sich so von diesen von dem traditionellen ich teile Ihnen jetzt mal mit, welche Defizite Ihr Kind alles haben wird und wie schrecklich das alles ist, dahin zu kommen, eben auch sehr die positiven Aspekte zu nennen und die Möglichkeiten, und dass es eben vielleicht doch in Zukunft mehr und mehr auch eine Kontinuität von Unterstützung geben kann, schon ab dem Zeitpunkt der Diagnosemitteilung. Ich habe noch ein kurzes Kommentar. In unserem Zentrum gibt es bereits diese Erkenntnisse. Bis dahin waren alle Angebote unseres Zentrums darauf gerichtet, zu helfen und Rehabilitation durchzuführen. Also jetzt gehen wir zu frühesten Eingriffen. Es gibt also die Erkenntnisse, dass es der Familie geholfen werden sollte, dieses Kind zu akzeptieren. Wir konzentrieren uns immer mehr auf die Eltern, auf Familie. Also dem Kind wird es komfortabel sein und es wird sich gut entwickeln, wenn es in einem guten Gemütszustand der Eltern aufgenommen wird. Ja, die Situation ist sehr komplex. Es gibt nach statistischen Angaben, wie viele Kinder bleiben in den Familien und wie viele Kinder wurden abgelehnt. Vor 18 Jahren 70-80% Kinder mit Down-Syndrom blieben in Kinderheimen. Und jetzt ändert sich die Lage in der Gesellschaft, und die Zahlen aus den letzten Jahren zeugen davon, dass 20% also in Kinderheimen bleiben und 80% dann doch von Familien aufgenommen werden. Und das ist ein komplexes Problem natürlich. Kindergarten, Schule, ja, das wird schwer von der Gesellschaft sozusagen überwunden, und Beschäftigung ist ein großes Problem, aber das große Ziel der Ausstellung besteht darin, dass im Rahmen dieser Ausstellung unsere Kollegen die Möglichkeiten aufzeigen können der Menschen mit Down-Syndrom. Das ist wohl die wichtigste Botschaft dieser Ausstellung, und was Katja gesagt hat, was schon längst in Europa gibt, das erscheint erst in der Ukraine. Das ist die internationale Klassifikation der Funktionalität. Es gibt also diese Klassifikation seit langem in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Worin besteht der Sinn? Also das ist kein medizinischer Ansatz zur Beurteilung des Menschen. Syndrom und danach ein Musterbild oder eine Schablone. Dieser Mensch kann nichts. Laut dieser Klassifikation wird jedes Kind mit Down-Syndrom oder mit anderen Besonderheiten wird nach seinem Potenzial beurteilt, nach seinen Möglichkeiten. Und das ist das Wertvollste, das Wichtigste. Also gewöhnliche Kinder entwickeln sich unterschiedlich. Alle haben verschiedene Begabungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Bei Kindern mit Down-Syndrom genauso. Manche schneller, manche langsamer. Manche diese Begabungen, manche andere. Und ich möchte wieder auf diese Ausstellung zurückkommen. Davon wird im Rahmen dieser Ausstellung gesagt. Es gibt verschiedene Talente, verschiedene Begabungen, verschiedene Möglichkeiten. Schauen Sie sich an, wie das hier präsentiert wird. Und die wichtigste Botschaft, warum wir hier zusammengekommen sind, um von diesen Möglichkeiten zu hören und damit diese Musterbilder abgebaut werden in der Gesellschaft. Also Syndrom, kann nichts, weiß nichts, kann nicht schreiben und lesen. Es stellt sich heraus, dass sie können, doch lesen, schreiben, spielen, zeichnen, malen können. Also es gibt sehr viele Fähigkeiten, und es gebührt ein großer Dank
den Veranstaltern dieser Ausstellung, dass mit Hilfe der Besucher, gestern gab es auch sehr viele Vertreter der Presse, Journalisten, und das ist also die wichtigste Botschaft dieser Ausstellung. Und sie wird dann weiter transportiert in die Gesellschaft, und da wird sie die Einstellung der Gesellschaft ändern gegenüber den Erwachsenen und den Kindern. Und sehr wichtig ist es, dass damit die Möglichkeit geboten wird, diese Möglichkeiten zu entfalten. Und die Möglichkeiten im Sport, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und das ist sehr aussichtsreich, auch Sport zu entwickeln. Und das müsste insbesondere beachtet werden. Praktisch alle Kinder mit Down-Syndrom können sich in Sport sozusagen bewähren, auf eine oder auf andere Weise. Die letzte Frage jetzt. Sagen Sie, gibt es irgendwelche Besonderheiten in der Sexualausbildung der Menschen mit Down-Syndrom? Gibt es irgendwelche praktische Tipps für Ärzte, Eltern, Psychologen, Sozialarbeiter? Sozusagen, wie Bedürfnisse dieser Menschen in dieser Hinsicht befriedigt werden können? Das ist eine brisante Fragestellung. Sexualbildung ist überhaupt eine brisante Frage bei uns, wie Sie wissen das. Zurzeit gibt es einige Organisationen in der Ukraine, die sich mit Menschen mit verschiedenen Behinderungen beschäftigen, insbesondere wo Menschen mental sozusagen betroffen sind. Am letzten Wochenende gab es das Seminar dieser Art. Leider gibt es bei uns nur wenige Experten. Wir kennen drei davon. Sie befassen sich mit diesem Thema. Es gibt gewisse Sachen. Wir werden das nicht sozusagen thematisieren, was genau es gibt. Manche Dinge, es gibt Besonderheiten, aber Belange und Möglichkeiten sind die gleichen. Und mir scheint es wichtig zu sein, wenn Sie das lesen, was da steht, was von jungen Menschen gesagt wurde, und Sie finden dann alle Themen wieder. Liebe, Freundschaft, was Alleinsein bedeutet, wie schwer es ist, alle diese Fragen, die junge Menschen bewegen, alle jungen Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie besonderes Interesse, dann kommen Sie, treten Sie an mich, auf mich, kommen Sie auf mich zu, wir werden Ihnen Kontakte geben, vielleicht werden wir ein größeres Seminar durchführen und internationale Experten bringen, die uns dabei helfen können. Vielen Dank, Frau Tetjana. Ich danke dem Publikum für die Fragen. Was sagen uns jetzt Veranstalter? Noch eine Frage wird gestattet. Ja. Bitte schön. Das ist wohl die Frage an deutsche Gäste. Die Beschäftigung ist sehr wichtig. Gibt es Eheschließungen bei Ihnen, wo Familien gebildet werden in der Praxis? Kommt es dazu? Und wie sieht es aus eigentlich in Deutschland? Ob Beispiele dieser Art sozusagen, ob es Beispiele dieser Art in der Praxis gibt? Im Team meiner Kolleginnen und Kollegen mit Down-Syndrom, von dem ich eben schon sprach, gibt es keine Paare bisher, die verheiratet sind. Und die Kolleginnen und Kollegen, die wir kennengelernt haben an verschiedenen Orten, es passiert noch sehr selten in Deutschland, dass Menschen mit Down-Syndrom heiraten. Laut Gesetzeslage ist das in aller Regel möglich, aber in der Praxis passiert das noch sehr selten. Ganz oft sind es die Umstände, dass man ihnen sagt, du kannst die Konsequenz doch gar nicht absehen. Also ganz häufig passiert es einfach nicht. Aber ich bin mir sicher, dass sich das in Zukunft verändern wird. Die junge Generation meiner Kolleginnen und Kollegen, die jetzt um die 20 sind, die sind vollkommen anders aufgewachsen als die älteren Leute mit Down-Syndrom in Deutschland. Und sie leben sehr selbstbestimmt, sie haben einen Beruf, sie haben eine eigene Wohnung, sie wissen genau, in welchen Bereichen meines Lebens brauche ich Assistenz und wo brauche ich sie nicht.
Und ich bin mir sicher, dass sich das mit dieser jungen Generation verändern wird, dass sie sich nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie Menschen mit Down-Syndrom, die älter sind, ja, diesen Teil ihres Lebens nehmen lassen. Also ich bin mir sicher, dass unter den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ganz jung sind, Menschen dabei sein werden, die heiraten und die auch sagen, ich möchte eine Familie gründen, ich brauche dafür Assistenz, aber ich traue mir das zu und das wird passieren in meinem Leben. Ich möchte jetzt diese Frage beantworten. Und mich interessiert diese Frage. Ich habe auch einen Halbwüchsigen mit Down-Syndrom. Ich habe also europäische Kollegen befragt und es hat sich herausgestellt, dass viele von ihnen sozusagen also Ehepaare haben, nicht viele Ehen. Der Grund, dass es nicht dazu kommt, sind Eltern. Die stellen sich dazwischen, also die Eltern eines der Partner. Von Partnern. Also sie haben riesengroße Angst. Man sollte also verstehen, dass diese Frage auch an uns, an Eltern gerichtet ist. Bitte eine kleine Ergänzung. Das ist unsere eigene Erfahrung. Wenn Sie ein Kind haben mit Besonderheiten in der Entwicklung und wenn Sie das Kind eintragen wollen, sozusagen in einen Sportverein, in einen Kunstverein, dann nehmen Sie das an der Hand und führen Sie es dorthin, wo Sie es wollen, dass Ihr Kind untergebracht wird. Das Gespräch per Telefon oder nur ins Schwimmbecken zu kommen und fragen, können wir das Kind eintragen, aber das Kind ist mit Down-Syndrom, also Musterbilder, Stereotype sind noch sehr stark in unserer Gesellschaft. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es versucht wird, sozusagen. Aber das ist unsere Erfahrung. Das ist unser Sohn. Wir wollen das. Eine ganz andere Reaktion. Sie sehen den Menschen und Sie verstehen Down-Syndrom. Das ist eins. Und wenn ich zusammen mit ihm stehe und neben ihm, warum denn nicht? Moment mal, das muss ins Mikrofon gesagt werden. Ich danke allen für die Diskussion und ich hoffe, dass Kiewer und Gäste der Stadt die Ausstellung besuchen können und die Diskussion weiterführen können zu diesem Thema außerhalb unseres Raums. Wir bedanken uns bei iZone für diesen gemütlichen Raum und wir bedanken uns dem Goethe-Institut für die Unterstützung und für die Mitwirkung. Wichtig ist es noch, um 19 Uhr gibt es noch eine sehr interessante Performance von Touchdown 21 mit Teilnahme unserer jungen Leute, die diese Ausstellung vorbereitet haben. Sie können also noch einen Kaffee trinken und wir laden Sie ein. Das ist ein außergewöhnliches Ereignis. Zum Schluss möchte ich mich sehr bedanken bei den Veranstaltern, beim Goethe-Institut, bei Touchdown 21 und zwei sehr begabten Kuratorinnen, die diese Kunstausstellung in die Wege geleitet haben. Für die Ukraine ist das einzigartiges Ereignis. Das ändert natürlich die Einstellung zu den Menschen mit Down-Syndrom. Wir danken Ihnen sehr dafür, dass Sie es ermöglicht haben und dass Sie diese großartige Veranstaltung durchgeführt haben. Wenige Sekunden und wenige Worte für jeden. Frau Katja, also abschließend. Herr Pavlo, bitte. Ich möchte mich auch bedanken. Ich fand es sehr, sehr interessant, gerade sehr viel zu erfahren über die Situation in der Ukraine. Das nehme ich auch mit nach Deutschland. Und ich finde es insgesamt auch seit gestern, seit der Eröffnung und auch in der Vorbereitung so beeindruckend, wie wir es schaffen, auch die Sprachbarrieren zu überwinden
und auch wie doch das gestern schon zu sehen war, auch hier die jungen Menschen mit Down-Syndrom aus Deutschland, aus der Ukraine doch in Kontakt gekommen sind, ob es mit Dolmetscher war oder ohne Dolmetscher. Ja, vielen, vielen Dank. Also nicht Hände hängen lassen, überhaupt keine Probleme. Probleme gibt es zwar, aber die müssen angepackt werden. Man muss den Wunsch haben, nach vorne zu gehen, und dann werden sich alle Türen öffnen. Und für dieses Ereignis gebührt ein großer Dank. Das ist ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, dass wir das immer mehr sozusagen erleben werden, auch in Zukunft. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Ich habe in der Zeit hier in Kiew insgesamt 20 junge Menschen mit Down-Syndrom kennengelernt. Und es war faszinierend, mit ihnen zu arbeiten. Sie haben ihre eigenen Themen beigetragen zu unserer gemeinsamen Arbeit. Und die Zusammenarbeit auch hier im Rahmen der Ausstellung mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, das hat mich sehr beeindruckt zu sehen, wie selbstverständlich und wie gut die Kommunikation geklappt hat miteinander. Und ich glaube, da ist viel in Bewegung gekommen. Das war schön mitzuerleben. Ja, ich möchte mich auch bei euch allen bedanken. Und ich finde das auch eine coole Idee mit dem Goethe-Institut, wie das entstanden ist und so. Und ja, ich bin froh, dass wir uns auch ohne Sprache und zwar stehen unter Menschen mit Down-Syndrom. Ich finde das echt ein Wunder, wie ich das verstehen kann. Und ich würde mir eigentlich gerne wünschen, mit den Leuten mit Down-Syndrom noch ein Bild noch zu machen. Vielen Dank an alle und bis zum Wiedersehen um 19 Uhr.